Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Fallout 4. Ich bin's, der Black. Und wir sind ja hier vor dem Bedford Memorial Hospital, wo wir ein paar Supermutanten ausgeschaltet haben. Und ja, in den Folgenpause bin ich wieder mal zurück. Hab das Inventar ausgeleert und hab dafür gesorgt, dass wir endlich mal wieder ein bisschen mehr Platz im Inventar haben, natürlich. Und natürlich habe ich dafür gesorgt, dass wir diese Power-Rüstung Nummer 3 im Übrigen, zu Hause hingestellt haben. So, jetzt werden wir hier ein bisschen mit Supermutanten zu tun bekommen. Das ist relativ klar. Nachdem wir draußen ja schon einige hatten. Halt, will nur gucken, kann ich hier einen anvisieren? Nein. Okay. Netter Ort für ein letztes Gefecht. Ja, halt doch mal die Klappe hier nicht so laut. Was ist das? Jemand oh. Da? Ich, hier hängen deine Eingeweide um den Hals. Komm näher, Mensch. Ich reiß dir den Arsch auf. Oh, das ist so ein... Löffel ab. Wo ist der Typ mit dem... Wo ist der Selbstmörder? Da ist der Selbstmörder. Verdammt, ich hab mir gehört. Selbstmörder in jedem Fall ausschalten. Große merken. Groß merken. Wichtig. 100 wichtig. So, also noch einmal. 5. Warum der mich nicht gleich in die Luft gejagt hat, ist ein bisschen fraglich. Aber es war halt so. Was ist das? Ach so. Ist eh schon ein bisschen angeschlagen. Vielleicht sollten wir hier rasten. Der Ort gleicht einer Festung. Vielleicht nicht so schlau. Hier gibt's Supermutanten und so. Vielleicht, Mädel. So, wie war das? Ich vergesse das immer wieder. Q, Favoriten. Und auf die 2. So. Q, Favoriten. Und immer noch auf die 2. Okay. Da sind sie. Gebündelte Laserpistole. Die macht ja auch ordentlich Schaden. Ich gehe mal auf die hier. Hier drin. Ich habe übrigens dafür die rechtmäßige Herrschaft rausgetan. Dachte ich mir, behältst du mal die hier. Oder auch so ein Selbstmörder. Verdammt! Wie nah muss der denn? Wie weit darf denn der weg? Okay. Das läuft jetzt gerade nicht so schön. Möchte ich mal feststellen. Ich futter nochmal was. Inventar. Wie oft denn noch jetzt? Ja. Daten, Inventar, Hilfsmittel. Nimm. Was essen wir denn mal Schönes? So. So, geröstetes Meyerlurk-Fleisch. Klingt da alles lecker. 5. Da sitzt der blöde Selbstmörder wieder. Kleidung, Waffen. Headshot 2. Mal gucken, was das wird hier. Bäm. Dein Arsch gehört mir. Verdammt, der war immer noch nah genug. Aber zumindest dies ist der Plan. Ich muss seine Bombe kaputt schießen. Gut. Vielleicht reicht ja, wenn ich ihm selber eine Bombe lege. Heißt im Klartext, ich muss erstmal Headshot 2, das war schon in Ordnung. Wer das ist? Das Geräusch da, was das sein? Wow, wow. So, siehst du, so geht das. Junge. Mich ärgern wollen. So, also noch einmal Q, Favoriten, die auf die 1 dann von mir aus. Und nochmal Q-Favoriten und auf die 2, weil irgendwie hat es die nicht akzeptiert gehabt. So, die Laserpistole da. Und F5. Und einmal vorsichtig runter. Irgendwas verfolgt uns. Ja, du zerfetzen. Mach doch mal eine Sonne. Der macht keine Granate. Ja, der sagt. Dann eben so. Idiot. Langsam werd ich so. Sauer. Achso, ich muss ja die Granaten auch aktivieren. Jetzt. Wirf! Und das war doof. Okay. Mal schauen, ob das was eher bringt. Ja, das hat. Da hat jemand geschrien. Das ist schön. Ja, hier ist aber auch was los. So. So, den haben wir. Der da oben, der stört mich doch ein bisschen. So, wo ist er denn da? Yep. Na komm her. Komm wieder raus. Put. Zeig dich doch. Genau so. Wie fühlt sich das an, von einem Mädchen
in den Arsch getreten zu werden. Oh, oh. Ja, ich habe auch gerade selber zu tun. Kann dir gerade nicht helfen. Okay. Puh. Ich glaube, wir haben es geschafft. Irgendwie. So, okay, wir haben es doch noch nicht geschafft. Da ist noch eine. Wo ist er denn? Da oben. Hallo. Nicht hinter der Lampe verstecken. Mist. Ich habe Blut auf meinen Stiefeln. Na, was soll ich denn sagen? So, Splittergranate, Impulsmine, nehme ich doch gerne mit. Habe ich wieder aufgefüllt, zumindest teilweise. Patronen, Molotow. Hm. Offensichtlich ist immer noch einer da. Wird aber auch nicht weniger hier. So. Ja, wo hier? Na da. Das hier. Legendäre Supermutantenbeast. Ich muss mal was futtern. Supermutantenbeast. Ich glaube, ich sehe nicht richtig. Oi, Hilfsmittel, siehst du, was essen wollte ich. Genau, Blutkäfersteak. Dankeschön. F5. Was ist das denn? Mutanten Hundefleisch? Genau, hau ihm eine rein. Kommt schon, ihr dreckigen Schweine. Kommt her. So, ja, Zeitalter von Supermutanten. Ich glaube langsam, der war da nicht drin. Ach, da oben. So, ich schieß dir in den Arsch, Junge. Ich schieß dir in den Arsch. Haha. Kann ich die... Ja, ich hab's gekriegt, aber was auch immer das war, weiß ich nicht mehr. Nun gut. Patronen. Automatisches Impro-Gewehr. Ah, verdammt, wie groß ist denn das? Werden mir immer noch zwei auf jeden Fall angezeigt, mindestens. Oh. Oh, wo sind wir denn hier gelandet? Dass ich anders sehen. So, ich glaube, wir machen mal hier. Ne, geht nur so. Okay. Terminal sperren. Experte. Execution war es nicht. Whispered auch nicht. Fangen wir gleich nochmal von vorne an. Bin drin. Siehste? Geht doch. Tür öffnen. Sicherheitsschloss freigegeben. Tür wird geöffnet. Wenn dir das irgendeinen Drink einschenkt, bin ich schwer beeindruckt. Jo. Kannste sein. Ich hier nur eine automatische Tür. Wie will dir denn Drink einschenken? So. Klebeband, Sicherungsschere nehmen wir mit. Kronkorken, Methans etc. Alles meins. Was ist das? Zahnpasta, ja. Die ist wichtig. Warte, hörst du das? Für gute Zähne und so. Hörst du das? Ja, die schießen auf mich. Hörst du das? Du schlage zu wie Red-Kakalaka. Ich schlage gar nicht zu. Nein. Ich dein Fleisch fressen, Mensch. Ja, machen du. Schmecken gut. Braminfleisch nehme ich mit. Ein Becherglas, nee. Oh, hier, siehst du, hat sich gelohnt, die Granate. Okay. Mikroskop. Schön. Schön. Eine Laborstation. Mal schauen, können wir irgendwas herstellen während des Kampfes? Menschen, so dumm, so schwach. Das mit dem Dumm sollte mir kein Supermutant sagen. So. Nur mal so. Immer noch Kampfsituation. Sag mir, wenn du Hilfe bei dem Schloss brauchst. Nur bei dem hier, wenn. Und ich habe gehört, dass hinter uns einer geschossen hat, aber ich mache erstmal in aller Ruhe das Schloss auf. Das sollte ja wohl gehen. Sollte ja kein Problem sein, dass in aller Ruhe ein Schloss geknackt wird, während hinter ihm jemand steht, der auf einen ballert oder so. So, ne, siehste, klappt doch. Ja. Patrone, das nehmen wir, das Kampfgewehr lassen wir. Ach, da unten, hi. Du willst doch einem Mädchen nicht wehtun, oder? Lauf doch nicht weg. Scheiße, ich komme gerade erst in Fahrt. So. Kann ich jetzt hier kochen oder bin ich immer noch in Gefahr? Ich bin immer noch Kampf. Sowas. Und dann gehen wir mal runter. Und gucken mal. Kronkorken, nehmen wir natürlich alles mit. Ah, da, hallo Freund. Zeit für etwas Spaß. Jetzt, du tot. Splittergranate, Schädel, Augenhöhle, Scholl. Was ich machen will.
Kann ich hier mal eine Ruhe? In aller Ruhe? Ich tatsächlich, ich kann schlafen. Schlafen wir mal ein paar Stunden. Erstens wird es dann wieder hell. Hoffe ich mal. Okay. Dürfte draußen so langsam hell werden. Ich mache mal noch eine Stunde hinteran. Okay, jawohl. Weil dann ist sie schöner. So, wir sind zwar in Gefahr, aber ja, schlafen schadet nie. Du dich nur verstecken, kleiner Huch. Mistfink. Kleiner was? Ich gebe dir gleich kleiner Mistvieh oder was das war. So, hier, das Krankenzimmer. Kronkorken, okay, nehmen wir mit. Ein Rollstuhl. Den würde ich gerne mal ausprobieren. Einfach mal durch die Gegend, durch die Gänge rollen. So. Komm, lieber Supermutant. Komm zur Ort, Frau Doktor. Komm her zu mir. Wo bist du? So, Stimpak, aufbereitetes Wasser. Schöne Sache. Auf dem Klo ist niemand. Hallo, Rezeption? Ist da jemand? Kommt da jemand? Scheinbar nicht. Hier drin waren wir auch. Wo soll denn der noch sein? Da waren wir offensichtlich auch. Sieht zumindest so aus. So, hier gibt es auch nichts Interessantes, denke ich mal. Reagenzglas, Kronkorken. Okay. Kann man alles mal gebrauchen. Vielleicht ein Telefon, vielleicht auch. So. Klebeband, Malpinsel, Med-OP-Kind und so weiter und so fort. Ja. Karl Seils Schreibmaschine, war das? Das war ja keine normale Schreibmaschine. Ich glaube, das war jetzt gerade ein Quest-Item und das schleppe ich jetzt so lange mit mir rum, bis ich den Typen gefunden habe, der das haben will. Scheiße. So, wir gehen nochmal hoch, weil ich habe doch ganz sicher eine noch gehörten Tut. So, da gehen wir besser mal nicht runter. Da sind wir vorhin hochgekommen. Und hier waren wir im Prinzip auch schon. Okay. Haben wir wohl doch alles geplündert. Herstellen. So, Buffins, Traubenmethans, Granaten. Kann ich auch keine herstellen, Mist. Heilung, leuchtendes Blutpaket. 75 Strahlungsresistenz für 10 Minuten. Nicht schlecht. Aber wir nehmen erstmal ein Stimpak. So, Enter verlassen. Wunderbar. Da lang. Okay. Gibt's hier sonst noch was, Kate? Jetzt nichts Wichtiges, offensichtlich. Dann gehen wir halt wieder. Hä? Was meinst du? Wir haben das Krankenhaus geplündert. Was will man mehr? Außer toten Supermutanten. Gibt's nicht, was man da mehr will. Jetzt muss ich nur den Ausgang finden. Das ist vielleicht mal ganz günstig. Da lang? Ja, hier hinten. Okay. Okay, Erdgeschoss hat uns wieder. Und das war's. Tschüss, liebes Krankenhaus. Hallo, Commonwealth. Kann ja wohl nicht sein, Supermutanten. Bäh. Mistviecher. Machen einen aber auch immer Ärger, die Viecher. Da kommt man mal hier hin, will in aller Ruhe mal einfach so eine Spritze abholen oder eine Impfung oder was weiß ich, so eine Routine-Check. Hämorrhoiden mal gucken, Hämorrhoiden oder hier, ja, was weiß ich, zum Frauenarzt mal ein bisschen Beine breit machen. Ich bin ja Maggie, ne? Aber nein, Supermutanten gleich töten wollen. Sauerei. So. Für jede von dir gesammelte Aufgabe unglaublich überwältigende Geschichten erhältst du einen unglaublich überwältigenden schnellen Ladebildschirm. Umso schneller lädt das? Nee, glaube ich nicht. Sei ja auch mal was. Muss man so sagen. Ist aber eher unwahrscheinlich. So, okay, das war das Memorial. Hier war offensichtlich der Parkplatz. Haben wir hier noch was? So von Weitem? Nein. Bewegung, greife Feind an. Oh, fuck. Jetzt gab es einen kleinen Leck. So, okay, eins und weniger. Kronkorken, Fusionszelle, Patrone. Was du auch findest, wir teilen. Ja, ich gebe mir Mühe. Komm schon. War das etwa schon alles? So. Maiden Center. Kronkorken, Fusionszelle und diese automatische
Pistole nehmen wir auch mit. Was ist das hier? Ein Raider. Okay. Hat es also keinen schlimmen erwischt. Lederkombi, Sackkapuze. Aha. Level up. Ach so. Stimmt. Das habe ich auch schon eine Weile. Dann gehen wir mal auf T. Und gucken mal, was gibt es jetzt Schönes? So, Schatzrohr, sogar mehr Kronkorken in Behältern. Noch mehr Munition wäre vielleicht nicht schlecht, weil irgendwie geht uns die immer ein bisschen aus. Aha, aha, aha. Was haben wir denn noch Feines? Meisterschlösser knacken. Kann ich das jetzt? Oder kann ich hier schnell reisen, wenn ich überladen bin? Ach nee, das geht in Stufe 30. Aber das hier geht auf jeden Fall. Komm, machen wir Meisterschlösser. Plupp. Damit wir da auch wieder ein bisschen vorwärts kommen. Das freut doch jeden. Wenn ich hier mehr looten kann. Immer mehr looten. So, loot, loot, loot. So, hier hinten haben wir irgendwo eine Quest. Irgendwo. 100 Meter noch? Ne, 50. Und da schauen wir mal. Die Ecke kenne ich noch gar nicht. Logischerweise, wir waren ja auch noch nie hier. Kann man hier irgendwo rein? Nein, 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 nein. Nein, nein. So, Notsignal gefunden. Folge dem Notsignal. Radio. Piep. 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 Oh, Fan. Haufenweise Ghule. Ich nehme mal. Ja, ja, piep, piep, ich höre dich. Hör auf. Geh mir nicht auf den Sack. Also, wo ist denn hier? Gebündelt, maximiert, Laserpistole? Nein, wenn dann hier kalibriert und mächtig. Die will ich haben jetzt. Ich reiß dir deine verfickten Arme und Beine raus. Genau, mach das. Jetzt wird's persönlich. Ja. Halt ab, da, hau ab, du. Scheiß Ghule. So, ja. Mitten im Kopf rein. Junge. Blöde Mistviecher. Oh, was schießt denn da noch? Irgendjemand hat da gerade mit der Laserpistole geschossen. Ist das Preston? Sieht aus wie Preston. Ist das hier der Ort, wo wir uns treffen wollten? Ernsthaft? So, Kronkorken, Kronkorken. Sicherung nehme ich noch mit. Zigarette. Preston, bist du das? Preston, hi Preston. Hey, ich glaube, wir kennen uns noch nicht, aber dein Timing ist perfekt. Preston Garvey von den Minutemen des Commonwealth. Ich wollte gerade sagen. Nee. Du bist nicht Preston Garvey. Wie bitte? Ich kenne Preston Garvey und du bist nicht Preston Garvey. Oh, scheiße. Bleib hier, bleib hier. Ich schieß jetzt. Endlich geht's mal zur Sache. Junge, bist du sind? Mehr hast du nicht drauf. So, Kronkorken, Plasmakartusche, Fusionszelle, Stimpack, Lasermuskete, Minutemen Outfit. Es war scheinbar kein Sünd, aber ganz ehrlich, wer sich hier als Preston ausgibt, er könnte ja sein, dass er ein Minutemen sein wollte, aber wie gesagt, niemand rennt weg. Tut mir leid, Junge. Das hast du dir selber zuzuschreiben. Das war deine eigene Schuld. So, okay. Wir wollten mal ein wenig... Wo haben wir denn? Wo haben wir denn? Red, 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 red. Red away. Das schmeckt sicher gut. Genauso wie ein Ribeye Steak. Juhu. Wunderbar. So, gucken wir mal, ob wir den Notsignal vielleicht ein bisschen eher folgen können. Dieser komische Typ. Andererseits hat er uns nichts getan. Jetzt habe ich ein bisschen schlechtes Gewissen. MedTech Research. Was hier hinten passiert? Kronkorken. Nee. Zumindest hat er uns geholfen. Also, und ich knall da ab. Jetzt habe ich wirklich ein tierisch schlechtes Gewissen. Oh, Leute. Ich hasse mein Gewissen. Ich hasse mein Gewissen. Ich meine, der hat uns geholfen. Hat sich zwar für Preston ausgegeben, aber anstatt, ihn laufen zu lassen, nein, dann baller ich ihn einfach ab. Ich meine, er hat nichts Böses getan.
Verdammt. Mein Gewissen. Es tut mir leid. Ich weiß, ihr hättet das sicher anders gemacht. Naja. Ich werde jetzt, den Rest der Zeit ein bisschen drüber trauern. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wo wir hoffentlich bessere Entscheidungen treffen. Bis zum nächsten Mal, bis denn. Tschüss.